challenge. Hi, weiter geht's mit einer neuen Runde Terror Sealed. Von den Rares, relativ solide, aber nichts Spektakuläres. Wir haben den Phoenix of Ash, wir haben die Triade, die ist relativ gut im Fixing. Wir haben das First Iron Games, das ist ganz nett. Temple Enlightenment würde vielleicht beim Color Fixing helfen. Wir haben die Allure. Ich hab ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher mit der Karte. Klar, ist geil, ist Draw 5 für einen selbst. Aber man gibt halt die beste Karte der 6 dem Gegner. Und der kann sie for free spielen. Das heißt, entweder man schenkt ihm die Bombe oder das Removal für die Bombe. Ich hab noch nicht ausprobiert, bin mir nicht sicher. Und beim Enigmatic Incarnation habe ich echt lange überlegt. Dazu gleich mehr. In Summe, die Verteilung von dem Ganzen ist extrem in favor of green. Also wir haben die meisten Uncommons in grün, wir haben die meisten Rares in grün und auch die Commons waren ganz okay. Somit war grün eigentlich mehr oder weniger festgestanden. Der Rest ist ja okay. Ich meine, wir haben relativ gute Removal diesmal, sowohl in Schwarz als auch in Weiß und in Rot. In Blau haben wir relativ viele Flieger. Entsprechend habe ich am Anfang überlegt mit der, wie hieß das Ding, Incarnation. Ja, genau, mit der Incarnation ein blau-grünes Deck zu bauen. Ich habe das auch schon dran stehen gehabt, sah ganz nett aus, aber es war null Removal dabei. Klar, ich könnte das Removal splashen, aber es hat mir einfach nicht gefallen. Und bei der Incarnation in Summe bin ich mir auch nicht sicher, ob die so viel Mehrwert bringt. Klar, wenn es einmal klappt, ist es gut, dann hat sie sich mehr oder weniger auszahlt. Beim zweiten Mal ist es super und beim dritten Mal ist es wahrscheinlich spielentscheidend. Die Frage ist nur, wird es so oft klappen? Weil so viele Enchantments hat man üblicherweise nicht rumliegen, die man einfach loswerden kann. Und ich habe leider auch keine Bombe, in die ich hinein acceleraten könnte mit der Incarnation oder die es mir suchen könnte. Hätte ich eine Bombe, würde ich sofort spielen. Aber ich kann mir einfach nur die nächstbessere Kreatur rausholen. Oder eine Forge, zum Beispiel ein Omen, cyclen in der Kreatur. Das klingt nett. Und am besten wäre wahrscheinlich in meinem Deck tatsächlich, da ich jetzt auf grün-rot geswitcht bin, aufgrund der besseren Verteilung in der Mana-Kurve und dem Removal mit dem Omen, Fateful End und zwei Blessing. Und das wäre richtig cool, von den Blessings in die Witness rein zu morphen. Aber da blau jetzt nur ein Splash ist und ich dann auch noch die Incarnation und eine Blessing gleichzeitig haben müsste, das ist alles so unwahrscheinlich. Und wenn es einmal klappt, ist es cool. Und das zweite Mal glaube ich einfach gar nicht dran. Zudem darüber hinaus weitere Optionen haben wir eigentlich gar nicht wirklich. Ich habe es jetzt einfach mal rauslassen. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung. Habe dafür den Brian Giant reingenommen, der einfach, sobald ich ihn habe und spielen kann, mehr macht als eine Incarnation, die dann einfach vielleicht nutzlos rumliegt. Okay, so viel dazu. Dann legen wir mal los. Es kommt noch rein, die Phoenix of Ash, die Triade und die Iron Games. Und los geht's mit Runde 1. Wir haben gleich komplett Mana-Kurve, das ist gut. Wir haben alle Varianten, wir haben auch einen unserer Vögel auf der Hand. Wir haben den Hornbeetle als Drop 2, das ist gut. Wir hätten zwei Optionen für Drop 3 und die First Iron Games gleich mal in der Starthand. Klingt auch sehr solid. Das Ziel Beetle legen und dann gucken wir, was der Gegner macht. Ich finde Beetle plus Chimera ist halt einfach mega, wenn der Gegner nichts macht. Also wenn er sich jetzt beispielsweise austappt, ist das definitiv der Weg zu gehen. Ja, damit ist es ganz klar. Und wenn er jetzt nichts macht, dann habe ich jetzt schon 4-4 nächste Runde. Das ist halt einfach ein mega aggressiver Start und ich kann jetzt das noch toppen, indem ich entweder das Removal lege, wenn ich ein Land ziehe, oder die First Games. Der liegt. Oh, der ist nett. Und das Amulett. Oder die Games.
Kein Angriff ist wahrscheinlich eh die bessere Lösung. Ja. Weil ich jetzt quasi nächste Runde ja aus dem hier einen 7-4er machen kann. Oder hier einen zweiten 4-4er. Und dann den als Karkor nutzen. Da kommt das Land. Das ist die Frage. Zweiten 4-4er klingt eigentlich spektakulärer als den, den er mir irgendwann wegschießt. Ich kann jetzt. Dann habe ich einen Flieger. Oder was wegschießen. Ich glaube, dass das fast mehr Sinn macht. Aber klar, jetzt kann er einen Mehrfachblock machen. Aber dann stirbt bei ihm halt zumindest mal zwei. Wobei, das werden wahrscheinlich die hier sein. Nee. Wir warten das noch ab. Momentan habe ich doch keinen Stress. Bauen lieber mal aus. Wir haben ganz entspannt viele Optionen noch. Wow, was ist das? Okay. Dann werden wir jetzt ein bisschen aggressiver werden. Ich ziehe jetzt erstmal entspannt meine zwei Karten. Je nachdem, was er macht, werde ich das Blessing nutzen. Omen haben wir auch noch. Stark, da kann ich. Das klingt ja richtig gut sogar. Da schauen wir uns doch mal an, was er macht. Wenn wir jetzt in den Angriff gehen. Der Doppelblock. Der Doppelblock. Also er kann damit den Beetle nicht grillen, er kann das Orakel wegmachen. Oder die Chimäre, wahrscheinlich die Chimäre. Das ist okay. Ich kriege jetzt noch einen Token. Und du pingst dich jetzt eh tot. Ich weiß nicht, so früh das zum Legen ist, glaube ich, keine gute Option. Außer du legst mir jetzt irgendwie eine tolle Bombe hin. Aber sonst. Glaube ich nicht, glaub nicht, dass es so toll ist. Der Trickster ist jetzt auch ein 4-4. Achso, weil er das in meinem Zug genutzt hat. Ja. Ja. Hat noch den Goat. Nichts. Da ist schon der Brain Giant. So, jetzt erstmal mal gucken. Wenn ich jetzt statt Brain Giant die Incarnation gehabt hätte, könnte ich jetzt das Omen machen und hätte auch das Blessing. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Was sagst du mir? Du machst eine Final Incarnation auf ihn. Jo. Okay, damit ist natürlich cool, weil es den Champion weggenommen hat. Ja.
Der Trickster. Ja, aber wenn ich jetzt ihn lege, habe ich sie ja wieder aktiv. Damit geht der Beetle Beatdown. Und so kann ich über den Trickster immer noch fliegen, wenn ich mal die Witness lege. Jupp, wie viel hast du schon? Devotion? 2, also ja, gut. Jupp, jupp, jupp. Das war jetzt nicht so beeindruckend. Hast du dich jetzt ausgetappt? Die Frage, kann er noch? Dann laufe ich in den Trick. Mach ihn aber dafür auch weg. Ich kann aber nicht. Nein, der Beetle reicht schon. Der Doppelblock. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich kann das Omen jetzt noch aktivieren. Ich habe eh keine Synergieeffekte mit dem Enchantment. Ja. Der verblüfft mich noch nicht. Der ist dagegen schon eher ein Problem. Noch ein Flieger klingt gut. Das ist halt dann jetzt schon 4-4, da wird dann ein 3-3er. Können aber einfach abschießen. Das kann ich aber nächste Runde immer noch. Jetzt ist er aber ausgetappt. So discard, each player discards. Ja, ja, das machen wir mal. Das machen wir mal. Ich spiele nichts aus. Damit bleibt er relativ klein. Schauen wir mal, was er macht. Der kann jetzt so nicht viel, der kann auch nichts. Okay, damit habe ich es im Sack. Ich mache 4 Schaden in der Luft. Und du hast keine Handcharakter. Was ich schön mache, greife mit allen an, ist ja kein Lifelinker dabei. Ne. Ach stimmt, der kann ja sacken. Ja, er kann sacken und mir das 1-1 geben. Was für geschickt mit allem angreifen. Muss er ja machen. Ein Leben ist nicht viel. Wir haben noch einen Flieger. Das heißt, wenn er jetzt müsste 2 Removal ziehen. Oh, nett. Na gut, damit geht die Chimäre, das ist klar. Aber kann sich einiges an Leben basteln.
Kann ich dann Scry machen? Kann ich nicht. Ja, okay, ja, die Kreaturen dürften mal weg sein. Ah, das schon noch. Mann, das ist ja nervig. Ich habe schon keine mehr. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn er recovert. Ich hätte mich vorhin den zweiten Flieger einfach legen sollen. Das wäre geschickter gewesen. Dann wäre die Katze schon im Sack. Der ist cool. Okay. Verstehe es noch nicht ganz. Aber okay. Nein, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Hast noch genug. Nee, eigentlich nicht, oder? Kannst du noch zweimal machen, doch. Wenn er genug Kreaturen hat, dann kann er noch eine Runde überleben. Wie viele hast du noch? Nichts mehr. Okay. Das heißt, du musst jetzt eine Lösung finden. Stehst auf ein Leben. Ja, also geht doch. War nicht optimal gespielt, aber. Die Borg-Position war einfach zu überlegen. Runde 2. Die Kurve ist jetzt nicht optimal, aber wir haben halt wieder alle Mana-Sourcen. Das ist schon verlockend. Nee, ich glaube besser. Mit 6 Karten wird es eher risikoreicher. Das ist nicht der aggressive Start, den ich mir wünsche. Vor allem wie vorhin mit dem Beetle und gleichzeitig auch noch der Chimäre. Das war eigentlich fast der optimalste Start, den ich hinlegen kann. Oh. Okay. Dafür haben wir jetzt die Triade. Das bringt zumindest Tempo. Das wäre es jetzt gewesen, hey, den jedes Mal wieder bouncen, ne? Können. Das wäre echt krass gewesen. Ja. Ja, und die legen wir auch noch. Wir könnten einen Doppelblock da machen, das wollen wir noch nicht. Loris and Raptured. Ja, ist echt nice. Mit dem Spiegelbildchen. Ja, geh mich hauen.
Doppel-Removal noch auf der Hand. Und viele... Erstmal einen Flieger hinlegen, der ein bisschen größer ist. Ich will es ausnutzen, solange er mir die lässt. Naja, läuft bloß ein Spiegelbild, das wäre schade. Noch hat er nichts, was sich lohnt zu bouncen. Damit muss ich jetzt auch nicht zwingend das Removal spielen. Okay, er ist ausgetappt, den werde ich ihm nehmen. Ja. Business ist Business. Nochmal so einer. Okay, jetzt muss ich aber fast den Flieger, glaube ich, rausnehmen. Das wird ungemütlich. Jetzt komme ich ins Damage Race. Das will ich eigentlich nicht. Ha, holt er sich wieder. Nice. Aber dann hat es wenigstens einen Zug gebracht. Blocken wollte er kommen mit dem. Kann man mir vorstellen. Jetzt hat er das Removal theoretisch vom Mana her. Jetzt müssen wir oben S, wir haben auf jeden Fall einen Giant liegen. Für 3 Mana. Ich finde den echt cool. Oh, Beetle auch noch. Boah. Einfach zu krass. Aber dann lieber zuerst, nicht dass er den Bounce hat. Ja, dann liegt er wenigstens schon. Den auch, weil der pumpt sich ja automatisch selbst mit. Jetzt kann es bouncen. Es ist okay für mich. Jetzt werden wir dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen aggressiver werden hier. Ja, da kommt der Bounce. Ich brauche schon nicht blocken. Jetzt bald. Au, das ist schon wieder die Kombi, ist echt gut. Was hat er denn? Minotaur kann ich sich holen. Die Kombi ist schon echt. Die ist nice. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall etwas aggressiver werden. Okay, das ist nicht uninteressant. Giant rein. Ja, das ist ein Token, den kannst du auch nicht wiederholen. Aber Karte ziehen. Jetzt ist die Frage.
eigentlich nur so ein Ding, das ist zu offensichtlich. Hat er den Counter? Aber es wäre sonst zu offensichtlich, wenn ich den zurückhalte. Jetzt weiß er, dass ich ihn habe. Ich muss auf einen anderen Moment warten, bis er es spielt. Hat er denn nochmal? Okay. Obwohl ich ausgetappt bin? Mhm. Jetzt mit dem Omen gerechnet. So, jetzt werden wir. Nächste Runde gibt's Beatdown. Auf jeden Fall der Beetle, die Viper. Ah, der ist mir zu schade, den werde ich nicht anfangen. Und dann in Response zum Return. Mit dem Omen werden wir die Chimäre gewinnen. So weit ungefähr der Plan ausschauen. Den 3-2-2-3, also den opfert er nicht, das ist klar. Nein, das ist gar keins. Gemeinheit. Doppelblock? Tja, ich könnte es saven, aber das bringt mir nichts. Wenn ich in der Luft bin, die dann einfach raus. Das ist jetzt das schwierige Entscheidung. Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie gemein. Schwierig. Aber die Engine aufhalten ist eigentlich. Und der ist auf 5. Achso, ich mache ja alles mal. Ja, eigentlich erwarte ich mir, dass er jetzt Omen spielt, um den zu holen, legt den und den grille ich, den Flieger. Er geht in den Beatdown, kann aber fast nicht machen, er muss blocken. Weil ich halt die zwei Decken habe. Und ich kann dann auch mit der Renate schon angreifen. Ja gut, das war klar, dass das dein Move ist. Mach das doch, hol dir deine Chimäre. Leg die wieder. Ja. Und den auch noch. Uiuiui. Wie viele Enchantments hat er denn? Dann 2, 3 theoretisch, okay.
Auch keine schlechten Karten, muss man lassen. Circa Druck, ob er angreifen kann. Sudden Storm. Geile Karte. Ja, nehme ich wohl. Mal schauen, ob das dein Tod ist. Ja, das ist halt das Problem. So, das heißt, ich kann jetzt den legen. Er hat 5 Leben. So, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 2 gehen durch. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. In der Luft macht er mit 6 Schaden. Ja, mit den beiden Angriff dann habe ich noch 3 Blocker. Er muss aber auch blocken. Bounce, Jump, Jump. Dann bleibt ihm der hier übrig, muss er aufpassen, sonst sterbe ich im Counter. Das heißt, ich muss mir einen Blocker zurücklassen. Nehme ich die da. 2 Blocker. Ja. Die kleinen bleiben zurück. Im Prinzip muss er dreimal jumpen, behält er sich einen und das ist der Flieger. Also er muss mit allen reinspringen und kriegt trotzdem 3 Schaden. Jetzt komm, was hast du? Komm. Klar. Ja, was soll ich tun? Du brauchst jetzt halt die Antwort. Und du hast? Irgendwas, was plus eins gibt, ein bisschen raus. Das ist schon mal nicht. Das auch nicht. Yeah! Was sind wir denn? Der Sieg. Auf ein Leben. Das sind doch die schönsten Siege. Runde 3. Wir haben einen Beetle und eine Viper. Leider nichts, um den Beatler zu unterstützen, aber eine coole Hand zum Starten. Hoffen wir mal, dass wir gut nachziehen. Viel Early Game, kein Late Game. Weeper. Ich hasse dieses Tier. Beetle oder Oracle? In dem Fall ist Oracle, glaube ich, einfach besser.
Und jetzt kommt Top Deck Chimäre. What? Okay. Damit sind alle seine Mana sorgen, wo er aber er hat kein zusätzliches Land liegt, weil er es vergessen hat oder nicht auf der Hand hat. Wahrscheinlich, weil er es vergessen hat. Schauen wir mal. Sonst wäre es cool, wenn es ein Landtropfen ist. Den Beetle jetzt ein 3-3 machen. Aber eigentlich. Der jumpt ihn halt einfach nur oder springt sogar in die Viper rein. Alles irgendwie nicht so schick. Ich möchte ihn gern weg haben. Ja, aber klar. Alles auf geht's. Fairer Tausch. Wir haben Hero im Spiel und legen. Ne, legen wir nicht. Das geht ja nicht. Also wir ziehen jetzt in Eilen, ne? Wow. Discard 2. Ja, das ist eine Karte, die will ich sehen. Auf den Hero. Damit haben wir auch einen mit 4 Power, schießen seine einzige Kreatur ab. Das ist ein Move. So muss das sein. Das wird jetzt schwierig zum Recover. Top Deck! Top Deck! Top Deck! Ja. Scheiß an, das war schon gut genug. Das war schon gut genug, vor allem da er schwarz spielt. Oder whatever alles. Keine Ahnung. Guter Haufen, spiele alles. Oh, fight! Du fightest ihn. Das ist ein Instant. Gut, verhindern kann ich es eh nicht. Ja, Omen. Omen nehmen wir. Omen gibt auch 2 Schaden auf ihn. Omen kann auch 2 Schaden auf. Uah, Elsbett. Na toll. Elsbeth ist ungünstig. Courage will bloom in all who seek justice. Was hat die für. Das kann er sogar spielen. 5 Karten. Und wie viel braucht sie? 4. Torments haunt me still.
Wir brauchen Business. Hilft alles nichts. Beide gut. Nehmen wir erstmal die Triade, dann kommt er größer rein. Ne? Er kann Elsbeth nochmal legen, das ist echt, echt so, so nervig. Boah! Mann, du nervst mich. Auf 4 Leben steht er da. Ich brauche einen Flieger. Den ich nicht lege. Komm, mit der Triade kann ich es dann legen. Hui. Warum nicht aktivieren? Na komm, zeig's mir. Jetzt packt es aber aus, hey. Scheiße. Die Elsbeth war echt doof. Na gut, Matze. Auch raus. Kostet ihn aber eine Kreatur. Beiden Angreif, dann muss er blocken. Aber er kann den auch einfach nur jumpen. Ein Doppel macht, um es zu töten, kann er durchlaufen. Er kann aber einfach die 3 Schaden nehmen und nächste Runde den Doppelblock machen. Ist doch alles scheiße. Ich mag dieser Typ halten für den Flieger. Ja, aber klar. Yep. War so gesehen ein Removal. Das war nicht schlecht. Ja. Ich werde mein Bestes tun, dich zu unterstützen. Macht er sich nochmal 2-1-1? Ich könnte. Ich habe sogar eine Karte, die könnte das Spiel jetzt auf einmal entscheiden. The Phoenix. Die Phoenix könnte ich, glaube ich, spielen und einmal pumpen, das reicht. Das ist echt nervig gerade. Jetzt muss ich schon schauen, dass ich überlebe in diesem blöden Spiel, hey. Die Viper opfern. Oder einfach nochmal 4 nehmen. I am proud of my comrades. Ich muss wieder langsam aufpassen, dass er mich nicht überrennt, ey. Iona's Blessing. Der reicht, dass ich dann danach den Giant spielen kann. 5.
5, er kann halt genau genug Schaden machen, um die Dryade zu grillen. Egal, was ich mache. Aber damit kann ich, wenn er die Dryade jetzt nicht handeln kann, zumindest den Giant legen. Ich hoffe, er kann sie nicht handeln. Sonst schaut's düster aus. Also das Enchantment Removal hatte, war echt ärgerlich. Die wäre schon gut gewesen. Ja, du kannst mir schaden. Kannst du den nochmal legen? Dann kannst du ihn halt legen. Ja doch, er kann nochmal. Er kann nochmal legen. Hat er den Combat-Trick? Oder greift er gar nicht erst an? Geht ein Vollbeater und dann muss ich jumpen. Was kann er denn machen? Was macht er? Lasst er wahrscheinlich einen zurück. Er kann nicht Liesel machen. Keine zurücklassen. Boah, das ist aber ein bisschen Mut dabei. Außer er ist natürlich den Combat-Trick. Das reicht nicht. Er macht das nächste Runde nochmal ein Beat durch. Gehen zwei durch. Es laufen zwei durch. Kann es nicht ändern. Elsbeth ist zu viel. Elsbeth war zu viel. Aber ansonsten war das echt. Lief nicht schlecht. Noch 4 Leben runter, Beatdown, und dann hat er sich stabilisieren können mit der blöden Elsbeth. Unglaublich. Weiter geht's mit Runde 4. Wir haben wieder das volle Set an Mana. Wir haben den 2 drauf. Wir können relativ komfortabel wählen, wie wir spielen. Klingt gut. Und sogar noch das Traveler. Das legen wir auch gleich. Damit wir die Codefische nutzen können. Der Phönix. Der Phönix. Phönix ist an sich echt eigentlich ganz cool. Ich will nicht, dass du so viel mühst. Wenn du so spielst, hast du wahrscheinlich eh genügend Zeug für deinen Friedhof. Du mühst. Nein! Nicht dein Ernst! Oh komm! Das ist nicht dein Ernst, ey. Oder das Binding, um dann das Traveler zu nutzen auch. Ja, wir wollen schon den Phönix kriegen können. Und das Binding.
zweimal Omen. Okay. Und ich spiele blau. Ja, die drei werden nehmen. Machen wir das so. Aber ich kann mir ja das wiederholen. Ha! Stimmt. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ein Hero, nochmal viel Schaden nehmen. Androhen. Aber für Removal, da gibt es zu viele Removal in Schwarz. Ah, der plus 2, minus 1 wäre zum Beispiel eine Katastrophe. Ja. Ich hätte gerne. Ah, kann nur Kreatur oder Land wiederholen. Aber dann nehme ich die Renate. Oder? Die klingt doch gut. Leider fehlt noch das zweite Grüne, aber die ist zu gut, um sie nicht zu spielen. Counter! Warum spiele ich es nicht? War klar. Jetzt nervt du mich langsam, wie viele Karten hat er im Friedhof? 3. Dann kommt der scheiß 5-5er wieder. Kann ich. Ja, das ist halt doof, gell? Ja. Die Chimäre legen und Fateful aufhalten für den Charger. Beziehungsweise hier andersrum den Wave Mystic wegmachen. 6 Karten, also ewig oft wiederholen. Ja, mach so. Nochmal Schaden nehmen. Boah, nochmal. 3. Das ist langsam ärgerlich, ey, mit der. Nein, das will ich nicht sehen. Scheiße. Ja. Hast du schon Land geholt? Okay. Blessing. Blessing ist schick. Dann kann ich wieder eine 2-Karten spielen. Eigentlich will ich einen Phoenix legen, aber ich muss fast, oder? Einen Phoenix legen. Ich glaube nicht, dass er den Gravebreaker opfern will. Echt? Okay. 6 Leben ist langsam unkomfortabel und ich habe kein Life Gain entdeckt. Es geht wieder um einen Mana nicht aus, dass ich zwei Sachen machen kann.
Die Frage ist halt, ob ich jetzt nicht mit der Renata jumpe und dann mit den beiden Burn Spells den Charge im Griff zu halten. Oh. Okay. Also wenn du es auf den Nightmare anwendest, das wäre dämlich. Ja. Bei mir? Okay. Ich bin todmüde. Jetzt kann ich zumindest mal Erretzt Mana für den Counterspell auf einer Kinderkarte. Dem Phönix oder die Renata? Eigentlich. Den einen Schadenspunkt akzeptiere ich von dir. Puh, jetzt liegt der 5-5er. Kann den 3 mal pumpen. Aber der kann ja nicht blocken. Warte mal. Kann ich das auf den Spieler? To any target. Okay, ja, der macht kein Leben da, weil du kannst es nicht blocken. 6. 2 mal bin ich bei 10. Wenn ich das Land ziehe, bist du tot. Land. Pantheon kann theoretisch ein Leben machen, deswegen so rumgespielt. Ja. Wenn der Demigod im Spiel ist, zählt es zwar keiner, aber trotzdem. Einfach zu zeigen, dass das auch keine Option wäre. Hey, Runde 5. Nur Forest. Das ist nicht optimal. Wir sind auch on the play. Das heißt, wir sehen erstmal bis Zug 2 ja gar keine Karte. Aber ich kann den Beat legen und ich kann dann, egal welches Land ich ziehe, die Karotte legen. Probiere ich mal. Wenn ich einen Mountain ziehe, so cool, dann ist alles easy. Die Insel. Die Insel. Oh, die Dryade, die hilft. Die hilft. Die Frage ist, ob ich jetzt nicht sogar die Beetle-Opfer in die Viper rein. Und nochmal ein Land gelegt. Oh, ernsthaft? Die Games auch noch. Oh, das ist jetzt schwer. Aber eigentlich muss ich sie liegen. Ich habe momentan noch kein Risiko. Eine Runde nicht angreifen und dafür diesen Vorteil im Spiel zu haben. Wow, was ist das? Ah, okay.
Devotion 5 ist schlecht. Creature Spells you cast. One less to cast. Der ist ja richtig cool. Jo. Das wäre auch der Mountain. Mit dem Phönix angreifen hat auch was. Den kann er nicht blocken. Da kann ich aber nächste Runde immer noch. Komm, jumpe mir die Viper. Hilft dir nichts. Ein Devotion weniger. Ist so schwer auf 5 Devotion zu kommen, wenn man nicht gerade die doppelgrünen Tierchen alle zockt. End of turn. Ja, okay. Du theoretisch ziehst 2 Karten aus, er macht den Token weg. Das wäre schade, aber. Das ist auch kein absoluter Beinbruch. Er hat's halt. Er macht den Token weg, okay. My turn. Ja, schade. Schade. Aber wir haben immer noch die Dryade im Spiel. Das heißt, ich kann jetzt den hier legen. Den hier legen und den hier aktivieren. Und angreifen gehen. Und nächste Runde kann ich den Phönix schon doppelt aufpumpen. Yay! Der ist nett, ja. Ich kann jetzt auch bestimmt was Dickes legen. Solange es kein Flieger ist, ist es irrelevant, was er liegt, denke ich. Boah, das ist schon mal nicht schlecht. Damit kann ich jetzt aber nichts tappen. Das auch nicht aktivieren. Hä? With Power. Ah. Und ich kann nicht pumpen. Schade. Ich dachte, es ist Converted Mana Cost. The Brine Giant. Den können wir auch legen. Ja. Opfern wir den Hero für den Soul Reaper. Ja. Er kann die Dryade auch gar nicht töten. Beatdown, ja. Ja gut, das ist klar. Und die Dryade jumpt nicht vor allem. Also hä? Okay. Gut. Ist fair. Okay. Schaut doch gar nicht schlecht aus. Oh, nice. Das ist eine Kombi, leck mich. Damit ist die Dryade immer noch online. Sie macht halt nichts mehr. Leider kann sie auch die... Was du alles zockst. Was kannst du denn holen? Mann, das ist das.
Das ist ungeschickt. Meine Fresse. Aber erst. Ach, der ist so dick. Jetzt hat er aber auch schon ordentlich die Devotion angehäuft. Zwei braucht er noch. Er läuft halt einfach in den rein, das ist das Problem. Und jetzt den Brian scheint einfach wegzuwerfen. Ich habe noch ein bisschen Removal im Deck. Macht euch keinen Sinn. Mehrere Optionen in meinem Deck, die mir jetzt das Spiel wollen. Wow, das ist zumindest ein kleines Problem. Fuck. Gut, dass ich einen Giant nicht weggeworfen habe. Ein Land hilft nicht. Ja, klar. Jetzt holt er mich mit dem Kartenvorteil. Das ist doch echt zum. Oh, Mäusemelken. Letzte ging auch auf 4 Leben, stabilisiert er sich und der holt sich jetzt auf 5 Leben. Mit einem Wahnsinns-Move, wo er echt mit diesem Kack-Champion einfach das Spiel holt. Jetzt kommt er dann, hat wieder ein Enchantment. Mann. Puh. Nochmal einer. Wow, was hast du für ein Deck zusammen gedraftet, hey? Drafted, gesealt. Alter Falter. Sowas würde ich gerne mal aufmachen. Ich habe auch eine Liebhaber. Eine 2-2 Liebhaber. Noch habe ich nicht verloren. Also halt man noch dagegen. Ich kann noch zum Beispiel Naturalize ziehen für die blöde Lyre. Mit Pump. Also ist schon aktiv. Leben ist doof. Boah. Okay. Flieger will ich nicht sehen. Das ist echt Pech. ich probier's mal. Er ist schon aktiviert, aber. Ja, na klar. Mann, ich wollte das nicht. ja, toll. Tolle Wurst. Ich glaube nicht, jetzt ist wirklich die Luft einfach zu dünn. Bitte keinen Schaden. Alter Verwalter, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ja, ja, das ist. Das. Warte mal. Echt jetzt? Echt jetzt? Warte mal. Der hat Haste. Und ich kann alles Mana machen. Und er hat keinen Reach. Was?
Was greifst du an? Mit den beiden? Ja. Also warte mal, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, ich kann für 6 vorbeikommen. Nein, für dich reicht genau, weil ich noch eine 1-1-Marke kriege. Hm? Wo ist der Denkfehler? Ach nee, der kostet ja. Er kostet 1 mehr. Es geht nicht auf. Schade. Hätte ich vorhin das Land gekriegt, wäre es aufgegangen, oder? Ja. Shit. Ein Leben ist jetzt noch mal viel. Ja. Was kommt jetzt für so viel? Du musst den Phönix handeln oder mich töten. Top Deck Omen. Top Deck Omen. Ja, für 7 gleich. Was wir sehen, hätte ich irgendwo Mana machen können. Oh, okay, jetzt hat er auch noch einen Jump-Blocker, also ist eh durch. Top Deck Omen. Top Deck Omen. Das ist die einzige Chance noch. Oder das 3 Schaden. 2 Direct Damage Sprüche im Deck. Ich greife immer noch nicht an. 13 Karten zu 2. 22 Karten. Oh man! Oh. Good game. Good game. Alter, hat der ein Deck, ey. Da haut's mich ja um. Warum greift der nicht an? Unglaublich. Runde 6. 4 Länder. Moss Weeper als One Drop. Und die Dryade, die dann eh alle, alle Mana-Sorgen erstmal löst. Und eine Witness, um sie vielleicht dann sogar schon nachzulegen. Jo, das klingt doch schick. Ah, und dann kommt sogar noch ein Titans hinterher. Das legen wir auf jeden Fall, hm? Bevor wir nichts machen, machen wir das. Oh, schade. Da holen wir doch dann die zweite Witness. Dann haben wir 2 Flieger. Das klingt doch schick. Ja. Ah, das ist der Typi. Ja, wo auf jeden Fall. Und ein Land, whatever. Wir legen den Mountain, die Dryade und nochmal ein Forest. Und greifen an. Für einen Schaden immerhin. Hey. Aha. Nein! Ach komm! Das ist gemein. Oh, Frechheit hier. Ja, dann nehmen wir halt nur ihn. Ach, das ist eine Frechheit. Das ist meine, alle meine Pläne zerstört er hier. Mist. Den kann ich pumpen, um den Beetle aktiv zu kriegen. Was geht denn?
Macht das alles kaputt hier? Haben wir ein Amulett? Einen Schaden machen. Das zum Kotzen. Machen dann alles kaputt. Alle meine Pläne werden zerstört hier. Und dann legt er noch sowas. Ja, dann verliere ich 2 Leben, okay. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie viel Escape hat er? 5. Giant. No attacks. Weil ich den sonst aktiv mache. Das will ich. Ja, genau. Was ist der Giant? Wen blockt er denn? Ein Brian Giant. Okay. Eieiei, das schaut nicht gut aus. Also er hat echt alle Antworten gehabt bisher. Und leider auch noch so ein Scheiß. Das ist echt ein Problem. Da hat er auch noch. Boah. Krass. Krass, das sind Karten. Hey. Leck mich doch. Also bis jetzt nichts Schlechtes gesehen von ihm. Boah. Da zieht mir die Schuhe aus. Hey. Unglaublich. No attacks. End of turn. Yeah. Das war jetzt nicht so spektakulär. Und jetzt muss ich mir einen Forest abwerfen. Nee. Ja. Nee, ein Forest eben zu. Viel Leben habe ich, wenn nicht mehr. Eigentlich brauche ich die Triade nicht mehr. Dann kann ich es Omen aktivieren. Ist das jetzt ein Enchantment? Nein, das ist ein Demigod. Verfahren. Das ist jetzt ein klitzekleines Problem.
Ja. Ja, da kann ich mal nichts mehr machen. Bin hier raus. Nice. Ja, der hat ein richtig geiles Deck. Ich habe keine einzige Bombe. Der schmeißt mir da die Removals und die Bomben um die Ohren. Respekt. Runde 6, glaube ich. 7? Runde 7 schon. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder mal das volle Paket am Mana. Das ist definitiv ein Keep. 2 Drop, theoretisch ein 3er Removal. Ja, alles schick. Und wenn noch ein Land ziehe, habe ich 2 Flieger aktiv. Ich kann ja sonst nichts machen. Das ist die Frage. Spekulieren, dass ich einen Drop krieg für nächste Runde? Oder ein Land? Ich habe höher als 4 Mana nur noch. Ich habe nur noch einen Drop, der höher ist. Also entweder ziehe ich in 2 Runden Land. Oder ich habe was zum Spielen. Eigentlich habe ich mir im Deck alles 4 Mana und weniger. Außer die beiden Flieger. Ich würde sagen, der hat den Counter offen. Ja. Soll er lieber den Counter, wenn es hilft. Okay. Ja, da sind wir. Da wäre das Land jetzt geschickter gewesen. Puh. Schon wieder Elsbeth. Unglaublich. Die Frage, wie viel Turns in Nature? Wenn ich fast auf die Elsbeth spielen, sonst macht mir die eben lang und spielt einfach platt. So, jetzt hat er Counter offen. Definitiv so wie er spielt. Definitiv hat er einen Counter offen. Egal. Zeig mir den einen Counter. Bottom. Einmal top, einmal bottom war es. Löwen. Ah, Aura suchen. Choose one. Choose two, wenn wir lieber. Ach so. Ach Gott. Wie hat er denn? 4. Find your valor and fight. Echt jetzt? Oh, die nehme ich. Das verblüfft mich jetzt gerade ein bisschen. Was hat das Umwandeln in einen Frosch? Das darfst du lieber auf ihn als auf den
Weil der kommt einfach wieder. Und dann machen wir die Elspeth weg. Die machen wir definitiv weg. Nicht die Elspeth. Nee, 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 nee. Die will ich nicht sehen. Ja, ich glaube, das war der richtige Move. Zwei Schaden. No Blocks. Zwei Schaden. Ah! Okay. Nein, nein, er hat den Bounce. Ah, ich kotze. Ah. Das war stark. Das war richtig stark von ihm. Hat der echt die... Mist, ich... Hätte ich sehen müssen. Oh, es geht aber richtig mal zur Sache. Dann muss ich glatt ein bisschen blocken. Warum so rumgeblockt? Wegen Devotion to Wild. Wer weiß, was der sonst noch so hat. Er kann einen Fisch machen. Aber das hilft nichts. Der macht mich, der nimmt mich sowas von aus. Der hat mich. Weil, was ich da gerade machen brauchen wir jetzt einfach den wiederholt. Was? Weißt du, das ist schon lächerlich. Also, du hast mir eigentlich schon tot gehabt, aber du wolltest mir es halt zeigen. Das ist schon okay. Für die Erde. Das war's schon wieder. Das sind Decks. Ich muss unbedingt mal einen besseren Sealpool aufmachen. Ein paar Bomben wäre echt mal nett. Na gut, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.